liebe Zuseherin, liebe Zuseherin, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Alle haben wir gehofft, dass das Jugendfestival in Medjugorje wieder stattfinden kann. Und tatsächlich, es findet statt. Und wir sind heute mit dabei. Um 11 Uhr beginnt die Pressekonferenz und da sind Sie ganz herzlich eingeladen, bei KIT mit dabei zu sein. Wir werden alles, was für dieses Jugendfestival wichtig ist, erfahren. Und ja, und ich hoffe, Sie haben in den nächsten Tagen auch ein bisschen Zeit, dieses Jugendfestival auf KIT zu verfolgen. Gelobt sei Jesu Maria. Ich grüße Sie alle herzlich, verehrter Kollege, Ihr Vorsitzender verschiedener Medien, die Ihr anwesend seid hier im Saal Johannes Paul II. In Medjugorje und ihr alle, die uns live verfolgt. Die Konferenz wurde organisiert, bezogen auf das Beginn des 31. Jugendfestivals, das sich in Medjugorje stattfindet, unter dem Motto Kommt und seht. Es ist ein großes Interesse der Reporter aus der ganzen Welt. Deshalb wird die Konferenz übersetzt in Italienisch, Polnisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Slowakisch und Russisch. Das Thema der heutigen Konferenz ist das Jugendfestival Mladifest. Und der Erste wird sich an uns, Erzbischof Henrik Hoser, wenden, der apostolische Visitator für auf unbestimmte Zeit für die Pfarrei Medjugorje. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais m'exprimer en belle langue française, langue diplomatique. Dame guten Tag, Herr und Damen. Ich spreche heute Französisch. Die diplomatische Sprache. Das Festival des Jeunes à Medjugorje, ça veut dire 31e fois, nous réunissons ici les jeunes pour vivre avec eux un moment fort de ce qui est la pastorale à Medjugorje. Wir treffen uns, ich weiß nicht wie viele Mal, ich denke 31 Mal fürs internationale Jugendfest der Jugendlichen, das ist die Pastorale der Pfarrei Medjugorje, das Versammeln der Jugendlichen. Va vous présenter brièvement l'histoire de ces années passées, surtout l'initiative de le faire ici. Et moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette fois-ci, le déroulement du festival sera fondamentalement différent. Pater Marinko, der Pfarrer, wird euch in Kürze die Geschichte all dieser Jugendfestivals darstellen und ich werde darüber sprechen, wie dieses Jahr das Jugendfestival stattfinden wird, das grundsätzlich anders sein wird als sonst. Es wird anders sein, weil schon monatelang wir gemeinsam die Pandemie des Coronavirus durchleben. Finalement, ce qui prévalait, qu'on peut le faire en changeant la formule du festival. Wir haben sogar darüber nachgedacht, absolut es abzusagen, aber diese Idee kam aber, dass wir grundsätzlich den Verlauf ein wenig ändern. Wir haben lange darüber überlegt. D'autre part, surtout peut-être ça, il y aura la participation virtuelle par les moyens de communication sociale que vous présentez. Das, was auch sonst sein wird, ist diese physische Anwesenheit, aber das, was sicherlich noch hinzukommt, ist diese virtuelle Dimension des Jugendfestivals, die wir euch präsentieren werden. Jedes Jugendfestival hat seinen Titel, den Namen. Voyez et venez et voyez les paroles du Christ qui a été qui sont prononcées en dialogue
avec les disciples de Jean le Baptiste. Dieses Jahr haben wir als das Thema gewählt, kommt und seht. Das sind die Worte Jesu, die er an die Jünger gewandt hat, als er mit den Jüngern von Johannes den Täufer gesprochen hat. Sie fragen ihn, Meister, wo wohnst du? Und Jesus antwortet, kommt und seht. Und das entspricht genau dem, was wir das Phänomen von Medjugorje nennen. Concernant Medjugorje, surtout controverse concernant les apparitions. Fast schon 40 Jahre herrschen diese Kontroversen auf das Thema Medjugorje. Diese Kontroversen beziehen sich auf die Frage der Erscheinungen. Diese Kontroversen n'ont pas omis aussi la pastorale de Medjugorje, qui d'une part trouvait ses partisans très convaincus. Et des autres, de l'autre partie, il y a des gens qui sont des adversaires et qui soupçonnent notre pastorale à certains manques d'orthodoxie. Die Worte nicht nur über die Kontroversen der Erscheinung, sondern auch die Pastoral hier. Einige sind Fürsprecher und einige sind dagegen und tun uns sogar die Richtiggläubigkeit in Frage stellen. Aber die sehr adäquate Antwort ist, kommt und seht. Und dann werdet ihr Zeugnis ablegen können darüber, was ihr gesehen und erlebt habt. Es kam zu einer großen Öffnung Medjugorje gegenüber, dank dem Schreiben aus dem Vatikan, was offenbart wurde im letzten Jahres. Ceux qui sont venus du monde entier. Malheureusement, cette année-ci, nous sommes limités dans cette générosité qui est freinée par la pandémie. Letztes Jahr hatten wir eine große Anzahl von Kardinälen, Erzbischöfen und Bischöfen hier. Doch leider dieses Jahr, dieses große Vorbereiten hat diese Epidemie gestoppt. Nous ne savons pas combien de personnes viennent aujourd'hui sur place ici, en passant par la frontière avec leur attestation récente de la négativité du test contre le virus. Nous sommes tout à fait ouverts à les accueillir et à vivre avec eux ce moment fort du festival. Dieses Jahr ist ein Zeichen der Offenheit, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen heute kommen werden, welche Menschen schaffen es, über die Grenze zu kommen, mit der Bedingung, dass sie natürlich die Bestätigung haben, dass sie negativ sind auf das Coronavirus. Wir sind also offen. Wir werden sehen. Das heißt, die Betonung wird auf dem Gebetsprogramm von Medjugorje sein. Qui contient avant tout la messe bien soignée, bien préparée, bien développée, et aussi les conférences ou les catéchèses qui seront associées en menant vers l'adoration de son sacrement. Das heißt, wir werden einen Rosenkranz haben, die Eucharistie, diesen Mittelpunkt, Höhepunkt, und das schön sein wird, sehr aufmerksam vorbereitet. Wir haben vorher die Katechesen und natürlich zu all das endet, wie sonst auch immer, mit Anbetungen. Unsere Beistühle sind natürlich immer offen. Und die Menschen sind herzlich willkommen.
Nun schauen wir die Vergangenheit, wie sie sich entwickelt hat, wie das Jugendfestival sonst floss. Erzbischof, vielen Dank. Und wie Sie gehört haben, unser Pfarrer von Medjugorje, Pater Marin Kruschakota, wird sich an uns wenden. Ich grüße euch alle, liebe Reporter, die hier in Medjugorje seid, im Saal von Johannes Paul II. Das 31. Jugendfestival sagt genügend. Das sagt schon aus, dass da schon eine lange Tradition ist der Versammlungen. Internationales Jugendfest, also das Versammeln der jungen Menschen aus Menschen der ganzen Welt, können wir sagen. In den letzten Jahren waren ungefähr 70 bis 80 verschiedene Länder der Welt vertreten in den letzten Jahren. Dies ist beinhaltet im Sinne der Spiritualität von Medjugorje, so können wir das Jugendfestival betrachten. Das sind Exerzitien für Jugendliche. Es existieren Exerzitien für Priester, für Ehepaare, für Organisatoren von Pilgerfahrten, Personen, die in irgendeiner Form behindert sind, und in der letzten Zeit auch für Musiker. Das heißt, das ist Exerzitien für Jugendliche, für Ärzte und medizinisches Personal gibt es natürlich auch. In dem Sinne betrachten wir das Jugendfestival. Die Jugendlichen bedürfen Erfrischung. Sie brauchen die geistige Erneuerung. Und was interessant ist, zu diesem Jugendfestival sammelt sich normalerweise eine große Zahl von Jugendlichen, obwohl es heiß ist. Es ist für sie normalerweise nie ein Problem. Schon 31 Jahren konnten wir sehen, wie das immer wuchs, von Jahr zu Jahr. Und dieses Jahr ist es doch etwas anders wegen der Epidemie, die also das Bewegen der Menschen statt, ein paar Gruppen werden sicherlich sein aus Polen, Spanien, vielleicht kommen einige aus Österreich, aus Kroatien und sonst aus Bosnien und Herzegowina, die meisten Jugendliche. Wir haben ein Schreiben, Schreiben an die Organisatoren der Sicherheit, indem wir erbeten haben, dass wir das Jugendfestival um Erlaubnis verlangt. Das heißt, sie erlauben uns, dass das Jugendfestival stattfindet mit den epidemiologischen Maßnahmen, die wir natürlich umsetzen müssen. Und wir während dieser ganzen Zeit der Epidemie waren wir sehr aufmerksam und haben geachtet, dass wir langsam uns öffnen, bezogen auf die Gläubigen und ihr Versammeln und ihr Kommen. Vielleicht sind wir viel aufmerksamer als andere Pfarreien. Als die Situation ein wenig besser war, dann ungefähr eineinhalb Monaten und so, haben wir gesagt, dass wir trotzdem das Jugendfestival halten werden. Aber mit dem Einschränken des Programms und wie der Erzbischof noch gesagt hat, hauptsächlich nachmittags und abends das Programm und zwei Geschehnisse, Erscheinungsberg auf dem Kreuzberg am Sonntagmorgen und am 6. die Messe auf dem Erscheinungsberg und am 6. die Messe auf dem Kreuzberg um 5 Uhr. Das Gebetsprogramm beginnt mit Katechese, einem Zeugnis, Rosenkranz, dann um 19 Uhr Eucharistie und dann das entsprechende Programm. Jeden Abend haben wir etwas anderes, Anbetung, Prozession mit der Statue, Gebet. Die Gemeinschaft Cenacolo präsentiert den Film. Das heißt, das ist in der Umgebung dessen, wie wir sonst auch
Wir haben dem Krisenzentrum fürs Ministerium versprochen, dass wir Acht geben, dass wir die Jugendlichen informieren, dass sie Abstand halten und so epidemiologische Maßnahmen. Und dass das meiste über online gehen wird, also über die normalen Livestream-Übertragungen, aber auch über Facebook, Instagram, YouTube, wer auch immer hier anwesend ist. Wir werden es suchen, werden, dass sie sich an die epidemiologischen Schutzmaßnahmen halten. Das wäre so viel ungefähr von mir, was ich jetzt sagen könnte. Vielen Dank dem Mitglied der heutigen Konferenz. Haben wir schon gehört, Erzbischof Poser und der Pfarrer Pater Marinko Sacco da. Und liebe Kollegen, bitte stellen Sie auch Fragen. Wenn Sie Fragen haben, heben Sie die Hand und ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen. Bitteschön. Nikola Bacic, BHT 1, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen dieses Jahr teilnehmen werden, scheint wir irgendwie um die Information, wie viele Menschen ungefähr letztes Jahr da waren. Letztes Jahr, wir können das ungefähr nach der Zahl der ausgeteilten Kommunionen sagen. So, letztes Jahr waren im Durchschnitt jeden Tag 36.000 Kommunionen ungefähr verteilt pro Abend, so ungefähr 45.000 ungefähr. So, man sagt, zwei Drittel nehmen Kommunion, die anderen Drittel nicht. Das heißt ungefähr so Pi mal Daumen 45.000 aus 80 Ländern der Welt. Noch eine Frage? Miljenko Karadžić, kroatisch, das Radio Fernsehen. Frage an den Erzbischof Henrik. Im kürzesten kann er mit uns teilen, diese Erfahrung von Medjugorje in diesem Dienst, den Sie jetzt tun. Danke. Sur votre expérience à Medjugorje depuis que vous êtes à ce service-là. Votre expérience vécue à Medjugorje depuis que vous êtes ici. Voilà, on me demande quelle est mon expérience de vivre à Medjugorje. Donc je dois dire que c'est une expérience extrêmement riche. Je suis arrivé pour la première fois ici. Au printemps de 2017, avec une brève visite apostolique de deux semaines. Man fragt mich also, wie meine Erfahrung für Medjugorje ist. Ich kann sagen, dass das eine sehr reiche Erfahrung ist. Das erste Mal bin ich hingekommen im Frühling 2017, einen kurzen Besuch, der zwei Wochen dauern sollte. De toutes les institutions, de toutes les personnes qui sont impliquées dans la vie courante de la paroisse de Medjugorje, qui englobe aussi ces institutions filles, je dirais, comme Malchin Cielo, et les autres, comme par exemple la maison de la radio, la maison de retraite, etc. In diesen zwei Wochen habe ich die, sagen wir mal, Hauptpunkte kennengelernt, die diese Pastoral in Medjugorje tun, die Personen, die das tun und die Institution, die Tochterinstitution wie das Mutterdorf oder Radio Mir Medjugorje, das Informationszentrum. In Bosnien-Herzegowina. Et Monseigneur Archevêque Luigi Pezzuto. Monseigneur Erzbischof Luigi Pezzuto, Erzbischof Luigi Pezzuto hat mich darin auch unterstützt und er hat mir alle Angaben gegeben, die ich empfangen sollte und brauchte. J'ai été envoyé pour la deuxième fois
l'année suivante, 2018, avec un mandat de visiteur apostolique à caractère spécial, ça veut dire résidentiel, avec un programme d'action. Nachdem ich Aussage und dass die Daten, die ich gesammelt habe, übergeben habe an die Glaubenskongregation, habe ich dann das Mandat bekommen, als apostolischer Visitator auf unbestimmte Zeit hier hinzukommen und was ich alles tun sollte in dieser Zeit, in der ich hier bin. Et justement, nous continuons encore de stabiliser certaines situations, de les connaître mieux, et tout vise le développement de la pastorale à Medjugorje. In diesen zwei Jahren haben wir viele Dinge getan, die uns empfohlen wurden, sie zu tun. Und wir fahren fort, daran zu arbeiten. Und alles geht in dem Ziel der Stabilisierung der Pastorale von Medjugorje. C'est un sanctuaire international, mais en réalité, du point de vue formel, elle reste toujours une paroisse. Nous n'avons ni le titre de sanctuaire diocésain, ni le titre de sanctuaire national, ni le titre de sanctuaire international, qui d'habitude est dépendant directement de son siège. Die Tatsache, oder das heißt, dass de facto von Medjugorje, Medjugorje ist eine internationale Gebetsstätte, aber rechtlich gesehen sind wir eine Pfarrei. Wir haben nicht das Orts- oder internationalen Heiligtums. Diesen Titel haben wir noch nicht. La présence d'un visiteur apostolique résidentiel, et puis le communiqué qui a ouvert la grande porte d'accès à Medjugorje à tout le monde. Mais maintenant, nous devons encore tracer les perspectives de l'avenir. Aber die Situation evoluiert, geht vorwärts. Zwei Zeichen sind, dass der apostolische Visitator nach Medjugorje gekommen ist, der hier residenziell ist. Und das letzte Kommuniqué, mit dem sich die Türen breit öffnen auf Pilgerfahrten aus der ganzen Welt. Und so gehen wir Schritt für Schritt vorwärts. Was sehr wichtig ist, ist die Inklusion. Donc, j'ai découvert la population de la Herzégovine, et leur tradition, leur culture, la culture familiale, par exemple, qui est très forte ici, mais aussi leur tradition de la piété et de la dévotion qu'ils ont développée au cours des générations passées. Inkulturation bedeutet, ich habe die Bewohner von Medjugorje, von der Herzegowina kennengelernt, ihre Traditionen, ihre Gewohnheiten, aber was sehr wichtig ist, ihre Frömmigkeit, die sie entwickelt haben in den Jahrhunderten. Profité de la coopération à tous les niveaux. Sie haben mich hier aufgenommen, ganz offen, sehr herzlich. Und ich kann sagen, dass die Mitarbeit wirklich auf allen Ebenen sehr angenehm und freundlich ist. Ich komme aus einem slawischen Volk und das hat mir geholfen, dass ich besser verstehen kann, was hier geschieht. Ich kann weiterhin sagen, dass auch die Mitarbeit mit denjenigen, die jahrhundertelang diesen Ort beschützen, mit den Franziskanern, die sich um diese Gebetsstätte gekümmert haben.
évêque de ce diocèse. Wir haben auch die Verhältnisse mit Monsignor Radko Peric, der Bischof dieses Bistums ist, geschaffen und in kurze meine Eindrücke. Darko Pavicic, večernji list aus Kroatien, gelobt sein Jesu Maria. Ich habe zwei Fragen. Als erstes möchte ich, können wir neue Schritte des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, des Heiligen Stuhls erwarten? Und die zweite Frage ist das Kommen von Monsignor Peter Palic als Bischof von Mostar. Beide Fragen sind an den Erzbischof Henrik Rose. Mais l'attitude de Saint-Siège est très favorable, bien sûr, je l'ai déjà souligné. Et ça continue. Évidemment, le Saint-Siège, avec sa sagesse, travaille piano massano. Ich habe schon gesagt und betont, dass das Verhältnis des Heiligen Stuhls zu Medjugorje sehr offen ist, sehr positiv, weil die Kirche, wie Sie wissen, arbeitet langsam und ruhig. Nouvelle situation qui s'est fait, je crois que cette stabilisation sera renforcée aussi par le nouvel évêque qui viendra ici. Das heißt, wir können sagen, dass die Situation sich stabilisiert und immer mehr, und dem wird sicherlich auch der neue Bischof, der kommt, dazu beitragen. Meine Jurisdiktion bezieht sich auch ausschließlich auf Medjugorje und diesem habe ich auch das Sakrament der heiligen Firmung dieses Jahr hier gespendet. Buenas tardes, soy Jesús García, somos Medios Gospadarts, venimos desde España y tengo dos preguntas para Monseñor José. La primera de ellas es Ich heiße Jesús García, ich komme aus dem Medienhaus Gospat und ich habe zwei Fragen. Das heißt, Ihre Mission ist pastoral, sie hat nichts mit den Erscheinungen zu tun. Première question pour Monseigneur. Votre mission est pastorale, elle n'a rien à voir avec les apparitions. Lo cierto es que esta es una pequeña parroquia de Herzegovina, pero millones de personas están pendientes de ella. Das ist eine kleine Pfarrei in der Herzegowina, aber Millionen von Menschen sind abhängig von dieser Pfarrei. Durante el confinamiento yo me conectaba por internet a la adoración desde España. Y había días que había 3 millones de personas pendientes de la adoración. No de apariciones, no de milagros, simplemente de una adoración de una parroquia. Während der Pandemie habe ich die Anbetung, das komplette Programm von Medjugorje begleitet. Ich habe gesehen, dass in gewissen Momenten über 3 Millionen Menschen online waren, die diese Anbetung und dieses Programm übers Internet verfolgt haben. Sur Internet, et à un moment donné, il y avait 3 millions de personnes qui étaient branchées sur l'adoration. Mi pregunta es desde su experiencia y su sabiduría. ¿Qué buscan todas esas personas que se fijan aquí en esta pequeña parroquia de Herzegovina? ¿Qué buscan los millones de personas que vienen a Medjugorje? Die Frage ist also, was suchen all diese Menschen hier in Medjugorje? Was erwarten Sie, all diese Millionen von Menschen, von Ihrem Blickwinkel aus, Ihrem Aspekt heraus, Ihrer Erfahrung, Ihrer Weisheit?
que veulent-ils, qu'attendent-ils tous ces gens qui s'approchent, qui viennent à Medjugorje? D'abord, le problème des apparitions, ça n'entre pas dans mon mandat. Ce sont des autres instances de Saint-Siège qui s'en occupent. Vous avez entendu parler sans doute de la grande commission qui a travaillé pendant plusieurs années sur les apparitions. Ce qu'on appelle la commission du cardinal Ruini, et qui a fait une étude très approfondie, et les résultats sont déjà déposés dans les mains de son père, qui prendra un jour ou l'autre une décision. Mais il faut aussi souligner qu'il y a Das heißt, Sie wissen, dass mein Mandat sich nicht auf irgendeine Art und Weise sich auf die Erscheinung bezieht, dass andere Instanzen sich darum kümmern. Und Sie wissen sicherlich, dass es die große Kommission gibt, die sogenannte Ruini-Kommission, die ihre Aussage dem Heiligen Stuhl und dem Heiligen Vater übergeben haben. Und an ihm ist es zu entscheiden. Und wann er das tun wird, ist nur von ihm abhängig. Aber das Resultat der Arbeit der Kommission ist sehr positiv. Qui ont vécu, soi-disant, les apparitions qui n'ont pas été jusqu'à présent reconnues, mais pourtant, il se développe un culte marial très correct et très juste. Oui. Man muss sagen, dass es in der Welt viele Heiligtümer gibt, die bis heute, wo unter Anführungsstrichen immer Erscheinungen waren, aber bis heute nicht anerkannt sind, aber in der sich eine sehr fromme, richtige Marienfrömmigkeit oder Verehrung entwickelt. Und ich würde sagen, Maria, die Königin des Himmels und der Erde, man kann sie feiern auf allen Hügeln und Bergen dieser Welt. Des lieux d'abord à autoriser les cultes mariales à Québeco, et puis après est venue la décision sur l'authenticité des apparitions. Als ich hier hingekommen bin, hatte ich die Erfahrung Québeco, der marianischen Erscheinung in Québeco, die ich auch dort begleitete. Und dort hat der Bischof auf folgende Art fortgefahren. Er hat erst die Gebetsstätte anerkannt und die Verehrung Mariens. Und erst dann, im Nachhinein, hat er die Erscheinung anerkannt. Ont commencé aussi en 1981. Die Erscheinungen in Québeco sind im Geiste der Erscheinung in Fatima begann auch 1981. Und Ihre zweite Frage, was zieht so viele Menschen, Millionen von Menschen, nach Medjugorje oder über Internet zu schauen? Le père curé, la dernière visite qu'il a effectuée, c'était en Corée du Sud. Avant, il était aussi quelque part. Vous avez vu au Corée en Mexico, non? À Martinique. Kazakhstan. Oui, moi, je suis allé à Vienne. C'est le cardinal Schönborn qui m'a invité, qui est grand partisan de Medjugorje, comme nous le savons. Moi, j'étais.
Pitanje je bilo što privlači tolike ljude u Međugorje i da gledaju preko interneta. Dass die Menschen anwenden, das Internet, zu schauen, dass seit Millionen von Menschen begleiten uns über Internet. Aber nicht nur das, sondern Međugorje ist konstant in Kontakt mit Gebetsgruppen aus der ganzen Welt. Unser Pfarrer war vor kurzem in Südkorea, auf Martinique, in Kasachstan. Und Monsignor Henrik Husser sagt, ich war vor kurzem in Wien bei Kardinal Schönborn, der ein großer Einsetzer für Medjugorje ist. À Toulon, Fréjus, à l'invitation de l'évêque Dominique Ray, qui l'année passée avait eu ici une excellente conférence sur le charisme, il m'a invité. Des églises pleines qui ont réalisé ce programme de Medjugorje, évidemment. Vor kurzem bin ich dem Antwort von Monsignor Ray aus Toulon, der beim letztes Jahr beim Jugendfest ein wunderbarer Katechese über die Charismen gehalten. Da waren die Kirchen überfüllt und entwickelte sich das Gebetsprogramm von Medjugorje. Dans une paroisse Notre-Dame d'Auteuil, une grande église aussi complètement remplie. Mais à l'invitation de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Opetit. Mein letzter Besuch war in Paris, in einer großen Kirche, Notre-Dame d'Auteuil. Das war die Antwort auf den Erzbischof von Paris, Monseigneur Opetit. Dans le monde, mais aussi veiller sur l'orthodoxie de ce culte qui se développe ailleurs. Diese Besuche sind sehr wichtig, dass wir mit diesen Menschen Kontakt bleiben in der ganzen Welt, aber dass wir auch überprüfen, ob das, was sie tun und arbeiten, im Geiste ist und dem Glauben entspricht. Der Erfolg des Programms von Medjugorje kommt daher, dass es entspricht auf das, was die Menschen heute bedürfen. Das bedeutet, von Neuem das geistige Leben zu erbauen. Avoir un accès plein à tous les sacrements. Allen Sakramenten Zugang zu haben, vollkommen Zugang, aber uns auch zu halten an die Lehren der Kirche. Vielen Dank. Haben wir noch Fragen? Wunderbar. Dann können wir langsam auch diese Konferenz abschließen. Wir danken Ihnen allen vom Herzen. Danke auch all jenen, die uns direkt in der Übertragung teilgenommen haben. Das Jugendfest beginnt heute Abend um 18 Uhr mit dem Rosenkranzgebet, um 19 Uhr Heilige Messe und öffentliche Eröffnung. Und das Programm können Sie über unsere Kanäle Media Mir Medjugorje verfolgen, im Deutschen mit D und Livestream Medjugorje HR. Das Programm aus Medjugorje wird übersetzt in Italienisch, Polnisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Slowakisch und Russisch. Mitarbeiter von Freunden von Medjugorje wird noch in Ungarisch, Arabisch, Rumänisch, Chinesisch und Slowenisch übersetzt. Jeden Abend am Ende des Programms werden wir euch auch so mit Kroatisch umsetzen und in den anderen Sprachen wird es auf medjugorje.hr veröffentlicht werden. Und wir danken Ihnen herzlich und alles Gute.